Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute zum Sonntagvormittag möchte ich auf jeden Fall mal was loswerden. Viele kennen mich ja. Ich heiße Bernd Arnold, bin in Chemnitz im Stadtrat, in Wittgensdorf im Ortschaftsrat und der Fraktion Pro Chemnitz Freie Sachsen. Und mir wird vorgeworfen, angebliche Volksverhetzung begangen zu haben. Und da hatte ich schon mal einen Termin im Amtsgericht Chemnitz, der ja, ist dann von meiner Seite bzw. von meiner gesetzlichen Vertretung wegen Befangenheit abgelehnt worden. Und ja, kurze Geschichte, ich war dort drin und hatte am Anfang erstmal gesagt, ob ich der Bernd Arnold bin, wie alt, verheiratet und allen drum und dran, dann hatte ich auf jeden Fall nochmal, das geht ja um Gerechtigkeit, bei dem Gericht hatte ich auf jeden Fall mal mit angesprochen, wann ich das letzte Mal dort war. Das war 2013. Da habe ich eine private Altersvorsorge, die hat sich dort in Luft aufgelöst, also 32.000 Euro plus Gerichtskosten und allem drum und dran. 35.000 Euro haben sich dort in Luft aufgelöst. Ja, das hat natürlich den Herrn Richter Kaiser nicht so richtig gefallen und sagt, das gehört nicht hier rein. Und da habe ich gesagt, und ob es hierher gehört, es geht um Gerechtigkeit. So, und unter diesem Gesichtspunkt ging das dann natürlich auch weiter. Und hatte ich dann auch gesagt, also mir wird ja Volksverhetzung unterstellt und muss dazu sagen, ich war, viele kennen es ja, da war Stern-TV auf dem Schillerplatz und die hatten Interviews gemacht und ich hatte noch mehr mitgesagt, aber es ist nur eine Sache gesendet worden, ja, mit meinem Video, was ich gemacht habe, ich hatte meinen Kamera oder mein Handy komplett laufen gelassen in der Zeit und da würde das eigentlich die ganze Sache relativieren, aber leider nicht. Es ist nur etwas gesendet worden, indem ich gesagt habe, also mit diesen Ungeimpften, auch mit meiner Wenigkeit, setze ich mich ja für eine Minderheit ein und hatte im Prinzip dies verglichen mit 1933, was mir da alles untergeschoben worden ist, obwohl ich mit keiner Silbe irgendwo gesagt hätte, dass ich einen Holocaust leugnen würde, würde ich nie machen, oder die 12 Jahre Nazi-System verherrlichen würde, würde ich nie machen. Aber man muss ja auch, deswegen gibt es Geschichtsunterricht, sollte ja man ja solche Zeiten mal zu Rate ziehen, wo irgendwo etwas vorgefallen ist, was natürlich eine absolute Ungerechtigkeit gegenüber einer Minderheit war. So, und da hatte ich im Prinzip gesagt, ich sehe Parallelen, also auf den Schillerplatz, ich sehe Parallelen zu heute mit den Ungeimpften, inklusive meiner Wenigkeit, auch ungeimpft, und mit 1933, mehr habe ich nicht gesagt. Und da wird mir eine angebliche Volksverhetzung untergeschoben. So, also zurück zu diesem Gerichtstermin, den ich dort wahrgenommen hatte. Und hatte ich dann gesagt, also wenn der Herr Richter oder der Richter Kaiser es ernst meinen würde, müsste er ja froh sein, wenn sich jetzt Leute für eine Minderheit einsetzen und sich damals für eine Minderheit einsetzen würden. Da fragte der Richter, wem meinen Sie denn?
Die Leute, die mit Fackeln vor jüdischen Häusern standen oder die Gejagten. Da ist natürlich mein Rechtsbeistand aufgeschlagen, so geht das nicht. Und hat einen Antrag gestellt wegen Befangenheit. So. Und in der Zeit, wo der Antrag geschrieben wurde, muss ich dazu sagen, war das schön. Ich hatte Unterstützung von mindestens 5 Leuten. Und da hatten wir dort etwas laut gedacht. Zum Beispiel hatte ich da mal mit gesagt, normalerweise müsste dann der Herr Richter dafür sorgen, dass alle Geschichtslehrer entlassen werden und die Geschichtsbücher verboten werden müssen, dass man eventuell aus schlimmen Zeiten nicht lernen kann oder darf, um jetzt das auch mal anzusprechen. Ja, das... Ja, nichtsdestotrotz hat das jetzt eine Weile gedauert und ich habe natürlich vor ein paar Wochen auch wieder mal Post bekommen und die Gerichts- oder das Gerichtsverfahren geht weiter. Und zwar, viele wollten das wissen, die auch mit dabei sein wollten. Also die nächste Verhandlung ist der 26.09.2022, 14 Uhr. Und zwar in Chemnitz, Amtsgericht, Gerichtsstraße 2, Sitzungssaal 3003 im Hauptgebäude. Ja, es ist öffentlich und ja, das wollte ich auf jeden Fall mal rüberbringen. Und ich denke mal, dass das zeigt, in welcher Gesellschaft, in welchem oder welchem System und politische Ausrichtung wir uns befinden. Und da bin ich ja unheimlich gespannt, ob dort mit Ehrlichkeit und Wahrheit, sagen wir mal, gearbeitet wird oder eben nicht. Ja, also meine Strafe, die mir angedroht wird, beläuft sich auf 4.500 Euro plus Gerichtskosten. Also da kann man dann so locker auf 5.000 bis 6.000 Euro kommen. Ja, also wie gesagt, wer mich unterstützen will, indem er dort mitkommt, beziehungsweise mir den Rücken stärkt und auch wissen will, wie es dort mit Gerechtigkeit aussieht im Amtsgericht Chemnitz. Ja, also der ist natürlich herzlich eingeladen und es ist öffentlich und wir werden sehen. Also ich hatte mir das vorgenommen, das nochmal zu machen in Form eines Videos, was ich natürlich dann auch teilen werde. Und gestern war ich zum Beispiel in Greiz, war auch sehr, sehr schön. Und heute Abend bin ich zum Beispiel auch wieder in Penisch und morgen natürlich in Chemnitz bei den Spaziergängen mit dabei, weil es geht mir um Gerechtigkeit und wie man mit Minderheiten bzw. mit dem Volk umgeht. Ja. Und es kann einem wirklich schlecht werden, was einen bei einer Aussage, die ich da getroffen habe, untergeschoben wird, ohne dies mit einer Silbe, mit einem Buchstaben zu erwähnen. Also es geht um Gerechtigkeit und das ist schon Wahnsinn, passt aber in diese Strategie rein. Der Mittelstand, der wird förmlich ausgeblutet oder ausgeplündert. Und nicht nur der Mittelstand, auch der ganz normale Bürger und die ganze Familie. Und mit solchen Urteilen weiß man doch, was man da zu erwarten hat, beziehungsweise bezwecken will.
Wir werden sehen, ob dort Gerechtigkeit walten wird oder nicht. Ich hoffe, es interessiert viele Leute und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag heute und eine schöne Woche. Übernächste Woche ist es ja dann soweit, an einem Montag. Und wir werden sehen. Und ich danke jetzt schon für euren Beistand bzw. eure Unterstützung auf euer Kommen bzw. euer Interesse. Macht's schön gut, euer Bernd Arnold, der sich einsetzt für Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Souveränität, Ehrlichkeit. Und ich denke mal, das ist nichts Schlechtes. Tschüss, macht's gut, man sieht uns auf der Straße oder in diesem Falle im Gerichtsgebäude oder vorm Gerichtsgebäude. Tschüss.